Dieses Smash-Turnier, was wir gestern gemacht haben, wo ich gewonnen habe, ich würde das heute gerne nochmal analysieren, weil da sind ziemlich, ziemlich krasse Sachen passiert, auf die ich nochmal eingehen würde. Und ich habe gesehen, dass Tio und Toni das heute auch gemacht haben und ich werde das auch nochmal machen. Ich hatte wirklich übertrieben Bock darauf zu gewinnen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich schaffe, dass mein Yoshi es schafft. Ich will da halt immer bescheiden sein, aber fuck it, Leute, ich habe es einfach geschafft. Eine Woche davor gab es schon mal ein Smash-Turnier. Das hat Toni gehostet, das war das erste Turnier. Da habe ich auch mitgemacht, aber ich habe nicht gestreamt. Also ich habe mich nicht getraut zu streamen, weil ich so aufgeregt bin. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe gegen Simon verloren. Und ich würde sagen, dieses Match gucken wir uns zuerst an. Ich habe am Anfang einen Fehler gemacht, ich habe Bowser genommen. Anscheinend habe ich mit Bowser keine Chance gegen seinen Rob. Ja, also ich habe versucht, ihn zu scannen. Das Problem ist, dass Rob super schwer zu bekommen ist, gerade bei Simons Spielstil, weil er extrem viel mit Projektilen macht und sehr vorsichtig ist. Also das Matchup hat einfach nicht gestimmt. Ich glaube, mit Bowser habe ich einfach keine Chance gegen Simons Rob. Genau, er hat immer noch 2 Leben und ich habe 192%. Ich weiß vom letzten Stream, hatte irgendjemand 187%, bin ich 187. Danach habe ich Yoshi genommen und das war schon ein bisschen knapper, definitiv. Gegen Unges Ganondorf habe ich gute Chancen, gegen Unges K. Rule habe ich gute Chancen, gegen Unges Piranha-Pflanze habe ich schlechte Chancen. Das war übrigens das Turnier, wo T und Unge im Finale waren. T hat leider 3-0 gegen Unge verloren, war deswegen auch sehr sad, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Pflanze einfach dann abusen. Okay, das hat zumindest getroffen. Und bam. Und noch ein Spike, noch ein Spike. Da war ich auch sehr stolz darauf. Das Problem ist, Simon hat mich kurz danach immer geholt. Also jedes Mal, wenn ich Simon umgebracht habe, hat er dann so einen Upsmash gemacht. Und ich bin da immer wieder reingelaufen. Ich glaube, das war das Halbfinale. Ja, tatsächlich war das das Halbfinale. Das war übrigens auch das Turnier, wo Simon gewonnen hat. Gebt euch das mal, Leute, wie even das ist. 41%, 50%, beide haben noch ein Leben. Es ist wirklich so even. Oh, ja, und jetzt passiert etwas richtig Dummes. Etwas richtig Dummes. Passt auf, zack, tot. Das war so ärgerlich. Okay, aber meine Hände haben geschwitzt. Und am Ende haben, glaube ich, T gegen, genau, T und Unge gespielt. Da hat Simon gewonnen. 3-0. Das war ziemlich, ziemlich bitter. Also T war dann auch ein bisschen sad. Ich hätte mir ein schöneres Finals gewünscht. Schade, ey. Wir kommen jetzt zu dem gestrigen Turnier. Am Anfang hatte T so einen Randomizer. Dort wurde sozusagen ausgelost, wer gegen wen spielt. Und mir war einfach nur wichtig, ich will nicht direkt am Anfang irgendwie gegen Simon oder gegen T spielen. Was passiert? Guck mal, jetzt, ich darf direkt in der ersten Runde gegen Simon. Ich habe es einfach gefühlt in meinem Herzen, dass ich gegen Simon spielen muss. Nein, ich will nicht sofort gegen Simon. Das ist ja so dumm. Jetzt passt auf, versteht er? Vic. Was? Bruder, ich dachte mir, ey, das ist einfach nur Ironie des Schicksals. Ich will nicht direkt am Anfang gegen Simon. Bruder, was ist das? Und was passiert? Genau das, was ich befürchtet habe. Bei dem letzten Turnier wurde ich im Halbfinale von Simon rausgehauen. Und jetzt sollte ich nochmal gegen Simon spielen, direkt im Achtelfinale rausfliegen. Jetzt ziehen wir random und dann müssen Vic und Unge gegeneinander in der ersten Runde. Seht ihr mein Gesicht. Dieses Gesicht sagt, ich bin am Ende. Jengis hat mir auf WhatsApp geschrieben, hey, lass mal ein bisschen üben, ne? Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dran war im Turnier. Jengis, dieser Ehremann, hat einfach Rob genommen, damit ich mich mal schon so ein bisschen auf Rob einstellen kann. Kann mir jetzt nicht mit Unges Rob unbedingt vergleichen. Ja, genau, das einzig Blöde ist, Jengis spielt nie mit Rob. Es war aber trotzdem gutes Training. Definitiv. Oh. Simon hat genau das gleiche gemacht. Er hat mit Cardia einfach in seinem Stream trainiert. Die ganze Zeit, wenn er nicht dran war. Wenn ich das Gefühl habe, er macht die, dann muss ich versuchen, einfach mit Yoshi Doppeljumps zu machen. So ein richtiger Analytiker. Und wenn er das macht, dann kann ich das machen. Und dann hat er keine Chance. Ja, richtiger Midoriya-Mode. Das ist wirklich Midoriya-Mode. Dieser Kampf war auch super interessant. Und zwar, also ich habe das leider nicht so wirklich mitverfolgt. T gegen Dirk. Dirk hat richtig gerissen. Die hat hier schon fast 100%. Dirk hat noch 2 Leben. Und jetzt gebt euch mal bitte diesen Comeback-Mode. Scheiße. Jetzt ist er runtergefallen, aber T hat über 120%. Also eigentlich würde man denken, okay, Dirk kann ja nicht mehr verlieren. So, jetzt wirft er ihn nach rechts. Und zack. Mit der Fair gekillt. Okay, fuck, Alter. Ich glaube, die zweite hat er auch gewonnen, oder? Die zweite Runde hat er auch gewonnen. T ist richtig gut in Comebacks. Keine Ahnung, wie er das immer wieder schafft. Er kann das einfach. Er ist motherfucking T. Und dann kam der Kampf, vor dem ich ein bisschen Schiss hatte, muss ich ehrlich gestehen. Unge gegen Vic. Jedes Mal, wenn ich dran war, habe ich erst einmal meine Facecam ausgemacht, aus 2 Gründen. Erst einmal sehe ich echt bescheuert aus, wenn ich konzentriert bin. Also ich gucke dann quasi so. Und ich wollte euch sozusagen das volle Spielerlebnis bieten. Erste Runde, Yoshi gegen Rob. Das waren meiner Meinung nach die spannendsten Kämpfe im Turnier. Und das Gute ist, jetzt kann ich das endlich kommentieren. Weil ich habe die ganze Zeit über meine Fresse gehalten, während ich gespielt habe. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst, wenn ich zu viel rede, dass ich mich dann nicht auf das Spiel konzentrieren kann. Weil ich da in der Hinsicht nicht so multitaskingfähig bin. Also hier war ich noch relativ confident, aber es bleibt die ganze Zeit über even. Und ich habe hier endlich mal nicht den Fehler gemacht und mit Bowser gestartet, sondern ich habe direkt Yoshi genommen. Ich glaube, ich habe auch keinen anderen Charakter genommen während des gesamten Turniers. Ich habe die ganze Zeit über mit Yoshi gespielt. Ja, keine Ahnung, ich habe halt die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie auf Abstand zu bekommen,
und seine Projektile mit meinen Eiern abzuwehren. Außerdem sind meine Eierwürfe noch so ein bisschen zu stationär. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf einer Stelle und werfe diese Eier, aber ich muss da so ein bisschen mehr Bewegung mit reinbringen. Das werde ich auch tun. Aber ich glaube, das kommt jetzt. Zack, das waren zwei Spikes. Und jetzt passt auf. Und rollen, zack. Erste Runde habe ich gewonnen. Und jetzt schwitzt Simon richtig rein. Aber die Sache ist, Simon ist irgendwie auch so ein Comeback-Typ, ne? Also jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt hat er aber viele Prozente, kommt Simon und denkt sich so, ach, denkst du? Lass mich gucken. Okay, da mache ich hier auch mal ganz kurz 100%. Ich hatte hier einfach ein Tuch liegen, um darauf zu achten, dass meine Finger nicht zu feucht werden. Also wenn ich normal Smash spiele, gegen Community beispielsweise, dann schwitze ich an den Händen gar nicht mal so schnell. Aber auf Turnieren ist mir aufgefallen, passiert mir das richtig krass. Ich war richtig prepared, dieses andere prepared. Also ich weiß nicht, wie der Kampf endet, aber trotzdem bin ich übertrieben aufgeregt, während ich das sehe. Also ich merke einfach, dass diese Aufregung zurückkommt. Ich merke einfach, wie mein Herz schneller schlägt. Oh shit. Genau, und damit hat er mich letztes Mal rausgehauen aus dem Turnier. Deswegen war mir super wichtig, dass es diesmal nicht funktioniert. Wir haben es geschafft, oh, Leute. Shit. Digga, ich sehe da so fertig aus. Alter, ich kann nicht mehr. Ich habe so geschwitzt, Mann. Ich war da übelst verschwitzt. Und ich fand es auch übertrieben süß, wie Tio und Toni darauf reagiert haben. Oh mein Gott! Vic gewinnt! Vic hat's jetzt schon geholt! Vic gewinnt gegen den 2-0 für Vic! Der amtierende Weltmeister ist raus im Achtelfinale! Ich war die ganze Zeit so richtig aufgeregt. Aber danach ging es eigentlich. Also nachdem ich Simon aus dem Turnier rausgehauen habe, 2-0, war ich so ein bisschen mehr Confidence. Ich war nicht mehr so fuck. Der Yoshi von Vic ist echt super stark. Yoshi ist halt auch ein anders kniffliger Charakter. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Yoshi mal so ein bisschen überschätzt wird. Keine Ahnung, eigentlich, der ist schon ziemlich strong, definitiv. Aber es behaupten ja zum Beispiel auch viele, dass man Yoshi überhaupt nicht readen kann. Man kann Yoshi aber readen. Er ist halt nur, das hat die auch schon gesagt, speziell. Es gab so eine Art Zuschauerturnier. Und in diesem Zuschauerturnier hat der Gewinner dann in diesem richtigen Turnier mitgespielt. Und in diesem Turnier war das ein Typ namens Luca. Toni hat gegen ihn gespielt. Und Toni hat krass überrascht. Weil dieser Luca hat schon im T-Stream einige Male gegen T gespielt. Und T hat echt oft gegen Luca verloren. Deswegen sind viele davon ausgegangen, okay, Luca ist irgendwie der Krasseste hier. Also Toni hat gegen Luca verloren. Aber eine Runde, gebt euch mal, was Toni da macht. Toni hat nur noch ein Leben, ne? 53%. Luca hat noch zwei Leben. Eigentlich eindeutig. Let's go, wir gehen auf einen Stock, das ist doch schon mal geil. Und sonst muss ich einfach nach Gefühl gehen, weil es mir... Oh mein Gott, Toni! Toni! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! RIP Headphone Users. Digga, das hat mich so überrascht, ne? Weil es war Luca, es war fucking Luca. Einfach nur hops genommen. Da habe ich kurz die Upper Red Thumbnail gemacht. Tia hat gesagt, Toni ist der Einzige, der in so Turniersituationen besser spielt als normal. Und ich habe auch das Gefühl, weil jeder ist schlechter, dadurch, dass, keine Ahnung, dass man so aufgeregt ist. Und Toni spielt einfach besser. Ja, bei diesem Fight hat Toni leider zu viele Fehler gemacht. Deswegen ist dann das hier passiert. Nice. Oh, oh, schade. Two Stocks sogar. Toni ist sogar ein bisschen enttäuscht. Acht mal auf sein Gesicht. Wie fucking G, Alter. Toni richtig krass gespielt. Zweiten Stock habe ich einfach nicht gut gespielt. Aber GG. Dann habe ich gegen Weilam gespielt. Den ersten Kampf habe ich gewonnen. Und das hier ist der zweite Kampf, weil da habe ich etwas gemacht, da bin ich schon ein bisschen proud auf mich. Das ist so eine Sache, die habe ich in so einer ernsten Situation, in so einem ernsten Kampf noch nie ausprobiert. Jab Cancel oder Jab Reset, irgendwie sowas. Zack, zack, Down Smash und Spike. Darauf war ich sehr proud. Jab Lock war das, ne? Jab Lock, okay. Jetzt kommt das Finale, Vic gegen T. T und ich hatten zuvor noch nie Ultimate gegeneinander gespielt. Bevor jetzt irgendjemand sagt, hä, doch habt ihr... Es gibt doch dieses eine Video. Nein, da haben wir Smash 4 gespielt. Dieses Game hier haben wir noch nie gegeneinander gespielt. Noch nie. Also das war einfach unser erstes Match in einem Turnierfinale. Ausgerechnet in einem Turnierfinale. Und hier hatte einige Probleme mit meinen Nairs und mit meinen Eiern natürlich. Jetzt. Und zack. Gegen Yoshi kannst du die echt nicht benutzen. Also Yoshi punisht dich da sofort. Zack. Und jetzt. Zack. Zack. Und nochmal. Zack. Man muss aber fairerweise sagen, Yoshi ist schon ein ziemlich, ziemlich hartes Matchup gegen King DDD. Okay, und das war die erste Runde. Also wie gesagt, ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass ich mit Game & Watch wahrscheinlich bessere Chancen hätte. Aber ich kann auch vollkommen nachvollziehen, wenn T sagt, Game & Watch macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich will nicht jemanden nehmen, der mir weniger Spaß macht, nur weil ich mit dem bessere Chancen habe. In erster Linie geht es ja trotzdem irgendwie um den Spaß. Und deswegen würde ich auch nicht mein Ness nehmen. Ness macht mir persönlich auch keinen Spaß mehr. Boom, mit zwei Stocks, aber jetzt passt auf. G fucking G, Leute! Ich habe das Turnier gewonnen! Woo! Nice! Oh. Ach nee, warte, wir machen Best of 5, oder? Realization. Oh nein, ich bin... Oh nein, wir machen Best of 5. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich dachte, sie hat gewonnen. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass sie das jetzt irgendwie nochmal reißen wird. Weil guck mal, hier ist der jetzt oben rechts, ne? Das bedeutet eigentlich, dass man den Charakter changen will. Und ich glaube, der hat hier wirklich nachgedacht, Game & Watch zu nehmen. Der hat wirklich so 30 Sekunden lang ungefähr nachgedacht, soll ich Game & Watch nehmen oder soll ich nicht Game & Watch nehmen? In dem letzten Turnier gab es genau die gleiche Situation.
Der hat zweimal gegen Simon verloren, ist dann gewechselt zu Game & Watch und das hat gar nichts gebracht. Und deswegen dachte er hier, okay, das wird hier auch nichts bringen. Sonst rege ich mich wieder auf. Das war letztes Mal ein Fehler. Warum hast du dich am Ende eigentlich gar nicht so krass gefreut? Ich habe mich mega gefreut. Also ich habe es zwar nicht so gezeigt, ich bin da jetzt nicht rumgejumpt oder so, weil ich einfach keine Energie hatte. Aber der Fight war trotzdem intens. Nur hier hatte ich halt keine Angst mehr. Okay, jetzt. Spike. Nein, schon wieder ein Spike. Das war's. Bin ich jetzt für immer dieser Typ, der ins Finale kommt und dann 3-0 rausgekickt wird? Das ist natürlich echt scheiße. Weil genau dieselbe Situation hatte er mit Unge im letzten Turnier. War auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig geiles Turnier. Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute.